zusammen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich wollte jetzt kurz noch das Intro aufnehmen, weil ich mittlerweile seit über einer Woche jetzt hier auf Fuerteventura bin und es die ganze Zeit nicht geschafft hatte, das Intro aufzunehmen, obwohl ich die ganze Woche schon mitgefilmt hatte. Es wird jetzt auf jeden Fall ein Art XXL Weekly Vlog, weil ich euch die letzten Wochen hier auf der Insel mitgenommen habe. Wir sind jetzt hier in einem Hotel. Ich kann euch das am Ende des Videos auch nochmal verlinken, wo wir genau sind. Wir waren hier auch schon mal vor 2 Jahren. Da hat es uns schon richtig gut gefallen und jetzt sind wir, wie gesagt, auch wieder hier. Mittlerweile ist auch so viel schon passiert. Ihr seht das jetzt alles in dem Vlog, deswegen rede ich gar nicht groß drum herum. Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video und wir starten mit dem Sonntag vor der Abreise. Bevor es jetzt morgen losgeht, lese ich hier das Buch noch zu Ende, weil ich hier echt nicht mehr viel übrig habe und schon so viele Bücher dabei habe und keine Kilogramm mehr übrig habe. Deswegen lese ich das jetzt noch fertig und am Ende des Videos gebe ich euch nochmal eine ausführliche Book Review. Und ich dachte mir, ich zeige euch mal kurz die Hotelanlage. Die Stunden, mein Licht ist gerade dunkel. Wir gehen jetzt zum Mittagessen. Ich liege hier richtig schön. Es ist auch gefühlt gerade ganz los. Jetzt einfach am Bett zu machen liegen. Ich bin richtig gespannt, was es so zu essen gibt.
jetzt gerade. Ich bin jetzt gerade im Zimmer. Ich wollte jetzt gleich mein Bikini anziehen. Es gibt an sich einfach nicht so viel zu erzählen, weil jeder Tag irgendwie ähnlich ist, aber super, super schön. Viel hier auf dem Gelände. Wir haben gestern Tennis gespielt, sind richtig viel am Pool, lesen viel und genießen einfach gerade so die Auszeit. Ich mache an sich auch wirklich überhaupt gar nichts Produktives oder sonst was. Ich bin eigentlich wirklich nur am Entspannen. Und genau, hier liegt jetzt schon mein Bikini. Wir gehen jetzt gleich an den Pool. Eigentlich wollten wir ans Meer, aber draußen ist es so heiß und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich habe mich gestern ultra verbrannt. Also hier sieht man komplett die Abdrücke von meinem Sport-BH. An sich cremen wir uns hier so gut ein, auch mit 50er-Creme bestimmt jede 1-2 Stunden und es reicht teilweise trotzdem nichts. Also gestern habe ich mich auf jeden Fall beim Tennisspielen verbrannt. Wahrscheinlich, weil ich da auch ziemlich geschwitzt habe. Wir cremen uns jetzt erstmal noch gut ein und dann legen wir uns wieder an den Pool. Ich lese jetzt gerade, das zeige ich euch auch jeden Tag, Westville und ich finde es bisher richtig gut. Es ging mir nur leider schon gestern etwas kaputt, weil ich es an meinem Bikini dran gehalten habe, der nass war. Und ich hasse es, wenn eigentlich passe ich immer richtig gut auf meine Bücher auf. Aber genau, so viel dazu. Also heute wird viel gelesen und heute haben wir auch so gar keinen Plan. Also gestern waren wir Tennis spielen. Davor den Tag hatten wir auch einiges so am Strand gemacht. Aber heute wollten wir wirklich mal nur am Pool liegen. Mittagessen. Wir haben gerade Tischtennis gespielt. Ich habe 4-1 verloren. So, ich habe mich jetzt gerade fertig gemacht und ich habe nochmal dasselbe an wie gestern Abend. Also einfach ein Tanktop und eine kurze Hose, weil es echt immer noch so warm ist. Und es ist echt krass, weil wir hier schon mal vor 2 Jahren waren, im Oktober, und es da schon viel kühler war und viel windiger. Aber jetzt hält man es auch abends hier noch richtig gut in den warmen Sachen aus. Ja, und wir gehen jetzt mal zum Abendessen. Die Zeit vergeht voll schnell und wir gehen jetzt wieder Tennis spielen. Uns eben auch super gut eingecremt und haben jetzt den Platz für die nächsten so 1,5 Stunden. Aber es ist auch ultra warm draußen, deswegen mal schauen, wie lange wir spielen, aber wir freuen uns. Gerade am Schwitzen. Ich war gerade eine halbe Stunde auf dem Laufband. Wir waren auch schon frühstücken und mittlerweile ist ungefähr 11 Uhr. Ich war jetzt auch extra nur eine halbe Stunde Sport machen, weil ich jetzt an den Pool wollte. Ich dusche mich jetzt kurz ab. Ich glaube, man sieht es kaum, aber ich bin so geschwitzt, weil es so warm da drin ist. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Ich habe mich jetzt gerade geduscht und fertig gemacht. Ich habe jetzt mich heute dazu entschieden, einfach wieder ein weißes Oberteil anzuziehen und eine kurze Hose, weil es hier ultra warm ist. Und irgendwie schaffe ich es gar nicht so richtig, mich bei euch zu melden, weil wir einfach den ganzen Tag unterwegs sind und ich da nicht so viel filme. Und auch hier im Zimmer sind wir so gefüllt gar nicht. Also nur, wenn wir uns irgendwie fertig machen oder wenn wir abends spät zurückkommen,
von der Bar und schlafen gehen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich mal eine Woche lang gar nichts gemacht habe. Also ich habe eben auch ein Bild auf Insta gepostet und da auch nochmal hingeschrieben, dass wir eigentlich nur am Pool liegen, lesen, wieder in den Pool gehen, irgendwann an die Bar gehen, wieder in den Pool gehen, zwischendrin Tennis spielen und sonst wirklich einfach gar nichts machen. Und das tut richtig gut. Deswegen bin ich jetzt auch gerade zum ersten Mal dabei, ein bisschen was an meinem Video zu schneiden. Ich weiß jetzt auch noch nicht genau, ob ich überhaupt es schaffe, keine Pause einzulegen. Also an sich poste ich ja immer mittwochs das Video auf YouTube. Es kann aber gut sein, dass nach dem Urlaub ich es jetzt nicht rechtzeitig schaffe, das hochzuladen. Das werde ich dann aber sehen. Jetzt extra mal keinen Stress machen, weil ich auch weiß, dass es ab Oktober, also ungefähr in einem Monat, richtig stressig wird und ich jetzt einfach die Zeit nochmal genieße, wo irgendwie noch keine so richtigen Pflichten anstehen. Und ja, ich habe jetzt auf jeden Fall fast hier das Buch fertig gelesen. Bestville, und es ist ja sehr gehypt worden und mittlerweile kann ich verstehen, wieso. Ich finde es so, so gut. Also ich habe heute ungefähr 100 Seiten durchgelesen und ich wollte es eigentlich heute auch fertig lesen, aber ich freue mich momentan jedes Mal so sehr drauf, wenn ich weiterlese, dass ich irgendwie nicht möchte, dass es aufhört. Und ich bin auch total froh, dass es einen zweiten Teil gibt, auch wenn sich dazu ja die Meinungen sehr scheiden. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Auf jeden Fall würde ich dem Buch momentan zumindest eine 5 von 5 vergeben und ich bin echt traurig, wenn ich das fertig habe. Wir haben uns heute ein Auto gemietet und holen das jetzt mal ab. So, wir haben gerade unser Auto abgeholt und jetzt gehe ich gerade uns noch Wasser holen. So, ich habe jetzt gerade noch Wasser geholt und es hat alles funktioniert. Wir haben jetzt unser kleines süßes Auto und wir haben jetzt eben noch Bilder gemacht. Daran muss man ja immer denken. Gott, jetzt kommt gleich die Wasser aus der Hand. Ja, jetzt geht's gleich los. Die ersten Meter. Ah, wir sind richtig. Ja, hier sind wir doch auch mit dem... Hallo! Wie süß! Ich will streicheln. Jetzt zum südlichsten Punkt auf Fuerteventura.
mal aufnehmen, wie es rüttelt. Ich sitze gerade schon im Auto. Wir fahren gleich wieder zurück zum Hotel. Ich werde hier gerade von zwei Touristen angeschaut. Und wir waren jetzt heute in einer kleinen Stadt. Ich kann sie euch gerne hier mal einblenden, weil die uns richtig gut gefallen hat. Das war auch eine Stadt, ich glaube sogar die drittgrößte hier auf Fuerteventura mit 8000 Einwohnern und überhaupt keine touristische Stadt. Also wirklich nur Einheimische, die dort waren. Und es war echt super schön, also richtig typisch spanisch. Wir sind hier nochmal in eine andere Stadt gefahren, die aber sehr viel touristischer war, weil wir eben nochmal da hinten am Strand waren. Oh, ich wurde so zerstochen. Und jetzt fahren wir gleich zurück zum Hotel. Darauf freue ich mich auch schon, weil wir jetzt nochmal in den Pool gehen wollten und uns nochmal einen Cocktail dort holen wollten. Und es ist so ultra heiß. Also wir haben gerade 30 Grad im Schatten. Wir stehen gerade zum Glück im Schatten. Deswegen freue ich mich jetzt einfach nur auf den Pool. Und irgendwie habe ich zwar nicht so viel Zeit, in die Kamera zu sprechen, aber ich bin einfach gerade so glücklich hier und ich will am liebsten gar nicht nach Hause. Ich zähle auch irgendwie schon die ganze Zeit so die Tage, weil ich auch weiß, dass wir schon mehr als die Hälfte vorbei haben und ich es einfach so genieße und so froh bin, dass wir jetzt nochmal so diese zwei Wochen kompletten Urlaub hatten, komplettes Nichts zu tun hatten. Am liebsten würde ich wirklich nochmal eine Woche dranhängen. Also gerade will ich echt noch gar nicht zurück. Und ja, ich liebe es einfach, hier so eine richtige Routine zu haben aus Pool, Essen, Füße hochlegen, Lesen, Tennis spielen, eincremen und abends sich schick machen und dann schön schick essen gehen und dann noch irgendwie da an der Bar zu sitzen. Ich finde es einfach gerade so entspannend, wenn man hier so richtig angekommen ist und man einfach jeden Tag so auf sich zukommen lässt. Ich sah heute übrigens aus wie der ultimative Touri. Ich bin nämlich mit einem Rucksack rumgelaufen. Übrigens gibt es hier so super viele riesige Hotels und unseres ist dafür echt viel familiärer und kleiner. Ich kann euch das gerne mal in der Infobox verlinken, sobald wir zu Hause sind. Thank you.
So, wir sind mittlerweile wieder zurück. Wir geben morgen früh unser Auto ab. Das heißt, jetzt sind auch so die Tage vorbei, wo wir die Insel noch mal mehr erkundet haben. Heute waren wir noch mal insgesamt in 3 Städten. Ich hatte ja auch immer mal wieder etwas mitgefilmt und bin jetzt mal gespannt, wenn ich es bearbeite, wie das Ganze aussieht und wie ich euch die Städte am besten verlinken kann. Auf jeden Fall hat uns heute der Tag noch mal richtig gut gefallen und ich kann es nur empfehlen, irgendwie, wenn ihr mal hier in der Gegend sein solltet, dass ihr euch auf jeden Fall auch ein Auto leiht. Das hat jetzt einfach nur für 3 Tage 70 Euro gekostet, obwohl wir noch einen zweiten Fahrer angemeldet hatten und auch die kompletten Versicherungen hattet. Also falls ihr irgendwie die Möglichkeit haben solltet, dann macht das auf jeden Fall. Ich persönlich hätte auch nicht geglaubt, dass wirklich die Insel so viel zu bieten hat. Also gerade auch im Landesinneren war noch mal viel mehr, gerade auch Landwirtschaft und viele Ortschaften, die richtig schön aussahen. Also dass man auch einfach mal das Auto nimmt und sich die Zeit nimmt, um ja durch auch das Landesinnere zu fahren. Und genau, ich hatte euch am Anfang ja auch noch angekündigt, dass ich euch noch mal sage, wie das Hotel heißt. Ich kann es euch gerne hier einblenden und auch noch mal in die Infobox schreiben. Also wir sind im R2 Rio Calma Costa. Ich schreibe es euch gerne noch mal hier hin, weil ich den Namen jetzt nicht komplett auswendig weiß. Aber wir waren auf jeden Fall schon mal vor 2 Jahren jetzt hier in dem Hotel und sind jetzt auch wieder hier sehr zufrieden gewesen. Also ich will am liebsten gar nicht, dass die Zeit vorbeigeht. Und irgendwie muss ich schon so ein bisschen an den Abreisetag denken, aber will an sich noch gar nicht dran denken, weil ich einfach nur die Zeit hier genießen möchte, weil ich das Hotel und generell die Hotelanlage so schön finde. Ich finde, man kann hier richtig gut runterspannen und ich hatte das, glaube ich, auch gestern schon bei der Autofahrt erwähnt, dass das Hotel hier etwas abseits ist von allen anderen Hotels und deswegen kriegt man gar nicht so viel von dem Tourismus rundherum mit. Auch das Hotelpersonal ist super, das Essen ist gut, es gibt vegetarische Optionen. Auch wenn das öfter mal nur Pommes und Pizza ist, aber es gibt auf jeden Fall auch einiges Vegetarisches als Option, was ja in den spanischen Ländern auch nicht immer unbedingt typisch ist. Dann möchte ich mich jetzt auch nur noch von euch verabschieden. Ich filme jetzt die nächsten Tage nicht mehr so viel mit, weil ich mir gut vorstellen kann, dass wir jetzt einfach die restlichen Tage noch sehr viel entspannen und einfach genießen. Und ich hoffe, dass euch der Vlog gefallen hat. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, eine gute Zeit.